Auf. In dem folgenden Lernpaket geht es um rote Beete. Da zeigen wir verschiedene Rezepte. Und zwar das rote Beet, dass man da ein bisschen mehr draus machen kann als einfach nur einen Salat. Mhm. Jetzt ist aber hier ein Rezept, ist Heringssalat. Und haben die meisten schon gegessen und jetzt einmal Heringssalat selber machen. Und das Schöne beim Heringssalat ist, dass alle Zutaten, die wir jetzt da reinkommen, unterschiedliche Geschmacksrichtungen haben. Das heißt, wir haben einmal was Süß-Säuerliches, das ist der Apfel. Hab ich nicht hinten? Ja, in Würfel. Ein Pinova-Apfel. Den haben wir schon mal benutzt. Der hat ein schön ausgewogenes Verhältnis zwischen Süße und Säure und ist auch nicht zu weich. Das heißt, man hat hier auch bei dem Salat am Ende was Bissfestes mit drin. Guck mal schon. Genau, und dann haben wir jetzt hier Zwiebelwürfel. Hat auch Blutschnitten. Runter, hat Blutschnitten. Genau, das ist jetzt von so einer süßeren Zwiebel. Also kann man auch eine Gemüsezwiebel nehmen. Man kann auch eine normale nehmen, dann würde man vielleicht nicht ganz so viel nehmen, weil die doch relativ scharf ist, wenn die roh bleibt. Mhm. Dann kommen rote Beete. Rote Beete. Die in Glas waren, ich müsste nicht schneiden dann. Genau. Dann haben wir jetzt auch welche aus dem Glas genommen und gar nicht. Nicht Glas, ich meine das große Ding war das drin. Ja, in der Dose, ne? In Dose war das drin, lässt er nicht auf. Da haben wir jetzt diesmal keine frischen genommen. Wer ist rot? Genau, das wird man jetzt schon sehen. Dass jetzt der Saft der rote Beete färbt uns das jetzt so leicht rosa. Das muss man. Das sieht schön aus, ne? Ja, schön bunt, schön aus. Und das kann man jetzt noch verstärken, indem man von dem rote Beete Saft. Das ist jetzt Saft, aber auch ein bisschen Essig und Zucker. Meine Oma hat auch mal selber gemacht. Das macht meine Oma in Horn. Schon mal. Heringssalat. Mhm. Mhm. So, schon Opas du, Omas du Bostach. So. Und jetzt haben wir hier noch Gurken. Genau, Gewürzgurken. Den alles raus. Die auch so süß, säuerlich. Tennis, ich kenne die Gurken. Die Tennis, die sind lecker. Die sollte man auch so essen. Und was fehlt jetzt noch? Weiß ich nicht mehr. Salz müssen. Weiß ich nicht mehr. Noch ein bisschen nachsalzen und zuckern. Das kann man auf jeden Fall jetzt auch schon machen. Das ist Salz. Da ist am Anfang noch gar nicht so viel. Noch ein bisschen Zucker. Ja, jetzt fehlt nämlich noch der Hering. Hering, oder schmeckt das nicht ohne? Ich schmeckt das nicht. Genau. Für morgen. Haben wir jetzt auch schon geschnitten. Und der ist auch schon leicht rosa, weil. Weil. Der Fischhersteller sich überlegt hat, dass es schöner ist, wenn er den Hering auch ein bisschen mit rote Beetesaft einfärbt. Dann wird der so leicht rosa, das Fleisch. Also der hat das gleiche Prinzip genutzt, wie wir hier beim Salat. Ein bisschen rote Beetesaft. Und dann kriegt das Fleisch eine rosa Färbung. Und wenn man den jetzt macht, noch mehr so im Frühling, wenn es schön Schnittlauch gibt, passt auch richtig gut, auch einmal vom Geschmack und auch von der Farbe, Schnittlauch. Da hat man noch so grüne, feine Schnittlauchröllchen. Aber da haben wir jetzt nicht so schön gesehen. Kam auch aktuell, kommt glaube ich, schwer, welchen aus Europa zu kriegen. Deswegen lassen wir die jetzt weg. Aber im Prinzip ist der Heringssalat fertig. Fertig. Stopp.